Hallo und herzlich willkommen auf Evo 2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WW2K 19, meine Karriere. Wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben, und zwar beim Tagesturm. Wir haben schon, das Ganze ist so, es ist spiegelverkehrt. Also wenn ich da oben drücke, gehe ich nach unten, und wenn ich nach links gehe, gehe ich nach rechts, und natürlich wenn ich nach rechts gehe, gehe ich nach links, und von unten gehe ich nach oben. Das ist der Witz bei diesem Tagesturm. Ich habe es aber bis jetzt ganz gut drauf. Zwei Matches hatten wir schon. Wir haben gegen Triple H gewonnen, wir haben gegen Ric Flair gewonnen, und heute ist Shawn Michaels dran, und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe übrigens auch gerade festgestellt, ich kann noch gar nicht hier in diesen Prestige-Mode reingehen, weil wir nämlich halt dieses Menü nicht verlassen können. Jetzt sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, wie dieses Match ausgeht. Vor allem, was es vorhin ist. Es stand wieder da, dass es ein One vs. One Normal Match ist. Aber natürlich die ganzen Bedingungen, das war noch nicht klar. Und da kommt der Heartbreak-Kid Shawn Michaels. Da ist er. Schauen wir mal, ob wir gegen ihn irgendwie mal ein paar mehr Probleme haben. Was natürlich noch sehr gut ist, die Schwierigkeit ist halt hier in diesem Modus nur auf schwer. Legende wäre, glaube ich, der absolute Killer. Ich glaube, da hast du kaum eine Chance, wenn du das hier wirklich so hast. Was ich cool finden würde, wenn man auch so diese Funktion mit dem Spiegelverkehr denken, wenn man das im Online-Modus hätte. Oder geht das da? Ich weiß es gar nicht, aber ich meine, das geht nicht. So, was ist denn hier die Siegbedingung? 25 Minuten war das Zeitlimit. Normales Match, Pin oder Aufgabe? Okay. Sonst noch irgendwas? Das gucken wir gerade nochmal. Matchregeln. K.O. geht. Rope Break geht. Kein Countout. False Count Anywhere ist an. Ist Disqualifikation? Das sehe ich jetzt irgendwie nicht. Disqualifikation ist aus. Dann können wir den ja attackieren, oder? Wenn die Disqualifikation aus ist. Machen wir mal kurz Prozess hier heute mit HBK. Aside from Saxton's commentary, this has all the makings of an epic match. Ask any current WWE superstar who their greatest influence is, and you'll find the vorbeigehauen. Oh, der hat zum Glück gesessen. Je eher wir ihn hier. Kaputt haben. Umso schneller kommen die anderen Matches, dann wird die Folge auch nicht so lang für euch. Ha. ...72% haben wir schon. Komm! Gib mir dein Reversal, HBK. Jetzt hat er? Nein, ich hau vorbei. Oh, Gott sei Dank. So, dann hauen wir mal den ersten Signature rein. Wenn ich dann wieder Ausdauer habe. Jetzt. Oh, komm, den Dark Matter kriegen wir auch noch hin. Dann probieren wir mal den ersten Pinfall. Ich glaube zwar nicht, dass das schon reicht, aber der Körper ist zumindest schon mal orange von Shawn Michaels. Zählringrichter. Ja, HBK kommt raus. Dann nehmen wir halt wieder den Knüppel. Ich glaube, das wird das unspektakulärste Match hier von den Türmen. Traktierter Torso, aber ich schalte einige Sachen hier frei. Oh, das könnte knapp werden. So, jetzt ist besser. Kopfgelb, Oberkörperrot. Hä? Nein, Mann. Wieso waren der jetzt auf einmal schon wieder hellwach? Was ist denn das? Ah, der hat bestimmt so ein Payback-Kram von sich eingelöst, die Ratte. Anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären. Das hat ja gar keinen Sinn gemacht, dass der auf einmal wieder steht. Nein! Alter, wie hoch kann der mich denn werfen? Ist das Big Show oder was? Gib mir meinen Knüppel wieder.
Ja, Hauptsache er haut die ganze Zeit vorbei. Wo ist denn der? Ah. Nein! Nein! Oh nein, ich habe keine Ausdauer gehabt. Okay, jetzt kriegen wir langsam noch ein bisschen Probleme. Das ist nicht cool. Sharpshooter von Shawn Michaels, alles klar. Oh nein! Oh, das wäre natürlich der Worst Case. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt aufgegeben. Nein! Oh, ich muss in den Ring! So, jetzt machen wir ihn fertig. Vorausgesetzt, ich habe meinen Dark Matter irgendwann. Komm, so, jetzt. Zugabe! Ja, ich habe Comeback, interessiert doch jetzt keinen. Pinfall probieren. Der Körperzustand müsste eigentlich schon voll dafür sprechen, dass er jetzt verliert. Er kommt raus, alles klar. Comeback heben wir uns auf. Oh, der Vollidiot! Jetzt macht er diese Comeback-Funktion. Ganz toll. Na gut, Comeback ist jetzt eigentlich egal. Nimm den Knüppel, Mann. Was macht denn der? Ist der doof? Ja, geht doch. So, jetzt aber. Er hebt ihn nicht auf, doch jetzt. Komm. Signature. Hey, ich habe doch den Aufgabegriff. Seit wann das denn? Okay, können wir direkt haken. Oh, jetzt wieder den Knüppel. Reversal. Oh, er ist K.O. Wir haben ihn K.O. geschlagen. Na gut, das kann man natürlich auch so machen. Das habe ich ganz vergessen, dass das geht. Haben wir Shawn Michaels kaputt gehauen. Der Aiden Harald. Ja, damit haben wir noch zwei Herausforderungen. Dann schauen wir mal, ob diese Turm-Challenge funktioniert. Vor allem hoffe ich dann beim nächsten Match, dass ein bisschen mehr die Herausforderung, weil das muss ich echt sagen, das war jetzt das Leichteste von allen. Das Triple H mit der Leiter war jetzt auch nicht schwer, aber das war echt, war ja gar nichts. Na gut, komm, gehen wir mal zurück ins Menü und sehen mal, wer unser Gegner ist. Der letzte ist ja auf jeden Fall Bret Hart. Schauen wir mal, ob wir den auch sehen werden oder ob wir jetzt gleich unsere große Niederlage haben werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Vor allem, wer ist der Gegner? So, ein 3,5-Sterne-Match. Ja, wir haben den Prestige. Oh, wir können jetzt doch in den Prestige-Rang. So, ja, ich möchte den Prestige-Rang. So, Prestige öffnen. Jetzt hängt's. Ah, jetzt. Schön verschwommen, dankeschön. Das ist bestimmt Absicht so. Komm, die Stilpunkte werde ich jetzt mal nicht einsetzen. Nein, ich will nicht verlassen. Ich kann nichts machen, Leute. Wieso kann ich nichts machen? Mein Spieler bearbeiten, mein Spielerbaum. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ist das jetzt nur, weil ich das ausgewählt habe, dass jetzt diese Turmsache nicht mehr geht, oder was? Ich versuche jetzt einfach mal die Punkte hier zu benutzen. Vielleicht geht's dann ja wieder. Wo kann ich mir was freischalten? Da ist... Okay, habe ich noch nicht. So, da gibt's nämlich nochmal wieder einen Schwung oder so. Ja, komm. So, Überladungspunkte. Komm, nehmen wir den. Eigentlich ist mir das egal. Habe ich noch nicht so ganz den Sinn von verstanden. Ich kann nichts mehr machen.
Ja, möchtest du fortfahren, ja. Ich kann nicht mehr R1 drücken. Ich habe jetzt keine andere Wahl. Ey, ohne Mist, wenn das jetzt weg ist, flippe ich aus. Aber ich konnte nichts anderes mehr machen. Ich konnte nicht mehr oben hin und her switchen. Ich sehe es eh schon kommen. Das ist jetzt weg. Dann hasse ich dieses Spiel, Mann. Alles klar, Dankeschön. Ja, super. Also Leute, ich gebe euch einen Tipp. Geht niemals in den Prestige-Modus, wenn ihr hier drin seid. Vielleicht stand auch eben der Hinweis, dass ich es nicht machen soll, aber ich wollte es einfach machen. Damit ist die Folge dann leider für heute beendet. Komm, wir machen noch ein paar Packs auf. So, keine Ahnung, das ist ja mal mega. Oh, wir können einige Packs öffnen. Komm hier. Alter, ist das ein Dreck, Mann. Ach, jetzt habe ich ein Boost-Pack aufgemacht. Das wollte ich gar nicht. Ich hasse diese Boosts. Finde ich mich voll unnötig. Boah, was eine Kacke ist das bitte. So, wir machen 10 Packs auf. Und dann bin ich sauer. Ach Mann, ey. Ich hab's echt. Warum in dieses Spiel, ey? Warum auch? Wisst ihr jetzt durch mich ganz genau, was ihr nicht tun solltet? Beth Phoenix Sieg, Dusty Rhodes, Mr. McMahon. Super. Ich hätte gerne mal was Cooles hier. So, Einzug Zack Ryder, Carmella, natürlich. Ich mache bei einem männlichen Wrestler, mache ich den Einzug von Carmella. Sieht nämlich so männlich aus. Alicia Fox, auch das. Chad Gable, Ricky Steamboat. Alles uninteressant, Mann. Och Mann, ey, das macht mich sauer. Ich habe nämlich auch keine Lust, das hier wieder neu zu spielen. Das mache ich auch nicht. Mach ich lieber beim nächsten Mal wieder. Da gibt es morgen wieder die normalen Nebenshows für euch. Und dann gibt es übermorgen wieder die nächste Turm-Challenge. Oh, ich hätte so gerne gesehen, was da passiert. Cole Quinn Sieg, jawohl. Brock Lesnar Sieg. Habe ich noch gar nicht gehabt. Brock Lesnar Einzug habe ich nur gehabt. So, komm, wir ziehen einfach bis 1500 runter. Nick Miller Einzug. So langsam müsste ich doch mal alles haben. Tja, Leute. Dann kann ich schon mal wieder nur sagen, wenn es euch heute trotzdem gefallen hat, lasst dem Video doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Joint gerne meinem Discord-Server, der Link dazu in der Videobeschreibung, wo auch meine Social-Media-Accounts alle verlinkt sind. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und auch der Link zu meinem Twitch-Kanal, wo ich Red Dead Redemption momentan viel streame. Ansonsten findet ihr auch in dem Video, in der Videobeschreibung, den Link bzw. das Video, um beim Everest mitzumachen. Das Community-Universe von mir, wo dann quasi, oh, Chris Jericho ist cool. Wo ihr aber auf jeden Fall die Teilnahmebedingungen erfüllen müsst. Also sollt euch schon einen realistischen Wrestler erstellen und nicht da irgendwie so ein 2,5 Meter mit 290 Kilo. Ihr habt aber dann eine Figur hier wie so ein Finn Balor. Also da achten wir schon drauf und wenn wir da sehen, das ist nicht realistisch, dann werden wir euch auch nicht in den Modus hinzufügen. Ich habe da nämlich schon ein paar Prüfer, die mich unterstützen. Und so läuft das Ganze ab. Ansonsten momentan noch der Upload-Plan. Der Einzug von Brock Lesnar ist jetzt auch, den habe ich doch schon mal gehabt, oder? Einzug von DDP ist cool. Ja, der Upload-Plan: 12 Uhr die Karriere jeden Tag, 5 zur NHL 19 die DL-Saison mit den Kölner Haien. 16 Uhr gibt es das Community Universe, das Evoverse. Und um 18 Uhr gibt es das normale Universe. Wenn ihr darauf Bock habt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinem Kanal ein Abo hinterlassen würdet und Teil meiner Community werden würdet und wir quasi diesen ganzen Weg in WWE 2K19 gemeinsam bestreiten werden. Ich habe auf jeden Fall immer ein offenes Ohr für euch, was ja, Vorschläge und alles angeht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, bedanke mich dann jetzt bei euch allen fürs Reinschauen, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch dann jetzt noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Das letzte Pack. Haut rein, macht's gut und ciao.